Hi und willkommen zu meinem Video. Und jetzt muss ich voll peinlich mal ganz kurz gucken, wo ihr zum letzten Stand der Dinge seid, weil bei mir hat sich so viel getan, das ist unglaublich. Also, ja, es fängt an mit Sachen wie Schrank. Dann geht es weiter mit Sachen wie Teppich. Dann geht es weiter mit Sachen wie Einbauschrank. Dann geht es nochmal weiter mit Schrank. Dann geht es so. Jetzt machen wir noch davon. So. Und dann müsste es eigentlich reichen. Ich habe gerade einen Tee mir hingestellt. Und seitdem ich diese riesen Karaffe nutze, ist es ein bisschen schwieriger, weil da braucht man dann dementsprechend. Aber ich wusste jetzt gerade nicht, wie viel Zucker ich drin habe. Okay. Hey, ich sehe gerade, dass ich auf die 1000 Videos zugehe. Also, ich habe laut YouTube jetzt 700. 76 Videos gerade online. Das ist der Stand vom 25.11.2023. Wow! Das heißt, irgendwann innerhalb vom nächsten Jahr werde ich mein tausendstes Video haben. Wow! Das ist auch irgendwie ein. Okay, also unser letzter Schrank. Ja, der Kleiderschrank. Mein Kleiderschrank ist bestellt. Ist mein letztes Video. Und das. Gut. Also, ich weiß wieder, wo wir sind. Also, mein Kleiderschrank. Nehmen wir den heute als Thema. Oh Gott. Also, ich habe meinen Kleiderschrank ausgesucht. Ich war begeistert. Ich habe ihn bestellt. Und dann hat sich ein Drama aufgetan. Und zwar ein richtiges. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das. Ja, okay, das ist noch sicher nicht in dem Video drin. Entschuldigt, es ist einfach so, wenn man dann irgendwann bei so Projekten, da verliert man dann irgendwann den Überblick. Aber ich versuche euch ja alles chronologisch mit, bei allem chronologisch mitzunehmen. Und ja. Also, Folgendes ist jetzt passiert. Ich habe meinen Kleiderschrank bestellt gehabt. Ich habe dann halt die Bestätigungs-E-Mail bekommen. Dann kam von Klarna auch die Rechnung irgendwann. Und da stand dann drin, dass ich am 11.11., was witziges Datum, aber ich glaube, nee, es war gar nicht der 11.11., es war der 14.11. Aber auf jeden Fall zwischen 14. und dem 11.11. soll ich die Rechnung bezahlen, weil da dann weil der Schrank ja bis dahin geliefert werden sollte. Gut, also habe ich dann, hab ich dann am nächsten Tag gewartet und alles. Und dann war alles noch so weit, weil ich eben Angst hatte, dass das storniert wird, weil mein erster Schrank ist storniert worden, den ich bestellt habe. Und ja, und dann habe ich halt nochmal geguckt und dann kam halt da eine E-Mail und da stand drin, es kann sein, dass aufgrund der hohen Bestellrate, dass die sich eben ein bisschen verzögert, ob ich auf den Schrank warten möchte oder eben nicht. Und da habe ich eben gesagt, doch, ja, ich möchte gerne auf den Schrank warten, das ist gar kein Problem, ich mache das, das ist für mich doch kein Ding. Also 4 Wochen, ob der jetzt in 4 Wochen, in 3 Wochen oder auch meinetwegen in 5 Wochen kommt, alles. Alles mega okay, ist ja, ist halt wie es ist. Dann habe ich halt wieder gewartet und dann irgendwie kam keine Nachricht mehr. Dann habe ich halt okay, dann habe ich irgendwann habe ich einen Überblick bekommen. Das ist der Stand ihres Schranks und so ist es jetzt eben. Und dann habe ich den Überblick halt, habe ich halt jeden Tag geguckt, weil ich eben in dem Moment, wenn er dann verschickt werden sollte, nicht verpassen wollte. Und ja. Und dann irgendwann so eine Woche oder so eineinhalb, also so ein paar Tage bevor dann eigentlich die Zahlfrist gewesen wäre, kam eine E-Mail. Ihr Schrank, ihr Schrankstatus hat sich verändert. Da bin ich hingegangen, habe geguckt. Und dann hat es mich wirklich erstmal aus den Socken gehauen. Da stand dann dran. Nee, ja, jetzt weiß ich, es war am 7. Es war tatsächlich das 7.11. Ja, 7.11. Und da stand dann dran, Ihre Lieferung kommt am
4.11.2024. Okay, da war ich dann so, was? Bitte was? Ein Jahr, ich soll jetzt fast ein Jahr auf diesen Schrank warten. Und ja, da habe ich meine Oma angerufen und sie erzählt, habe meinen Papa angerufen und wir haben fast eine Stunde telefoniert, obwohl eigentlich arbeiten hätte sollen. Ich glaube, er hat mich als Vorwand benutzt, aber ich kann es nicht beweisen. Aber wir haben auf jeden Fall voll lang telefoniert und überlegt, was wir jetzt machen, haben diskutiert, haben uns ausgetauscht, haben dann aber auch. Und haben dann eben die Entscheidung getroffen. Also mein Papa hat es mir dann mehr oder weniger die Entscheidung abgenommen. Das war eine dieser, wo ich gesagt habe, das ist so süß von ihm gewesen, weil ich hätte die Entscheidung in dem Moment nicht treffen können. Und dann hat mein Papa gesagt, also erstens, ich soll jetzt auf meine Mom warten und nochmal mit ihr das besprechen, aber er würde sagen, ein Jahr warten auf den Schrank ist zu lange. Das geht nicht. Und da habe ich gesagt, okay. Ich hatte dann noch Glück und habe meiner Mom eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen vom unteren Stockwerk, weil sie zu dem Zeitpunkt unterwegs war. Und dann hatte ich halt Glück und sie war dann eben, als ich meinem Papa aufgelegt habe, ist meine Mom dann auch rangegangen und hat dann gesagt, ich soll doch einfach mal da anrufen und klären, ob das nicht vielleicht ein Systemfehler ist. Und dann habe ich erstmal nochmal mit meiner Oma geredet. Die hat dann auch gesagt, ja doch, wenn es so lange ist, dann bestelle ich ab, aber ruft auch noch vorher an. Und dann habe ich da dann angerufen. Und ich hatte einen super netten, kompetenten Mann am Telefon, der mir dann gesagt hat, er überprüft es, redet mit dem Versender. Und ja, das war also mit dem Hersteller. Und dann kriege ich dann innerhalb von 48 Stunden eine neue Nachricht. Und ja, dann habe ich halt gewartet und nach den 48 Stunden war bloß ihr Versanddatum wird vorverlegt und ich soll doch einfach bitte nochmal warten. Was ich dann auch gemacht habe, weil ich dann, ist ja nicht so, dass ich nicht warten kann. Ich meine, jeder Tag, wo der Schrank nicht gekommen ist, war ein geschenkter Tag, weil wir dann noch so viel räumen müssen. Also inzwischen weniger, weil es andere Pläne gibt, aber ja. Und ja, und dann bin ich da halt so gewesen und habe dann gewartet. Und dann, wie aus dem Nichts, kam nach so zwei, drei Tagen, also nach dann nochmal zwei, drei Tagen über diese 48 Stunden hinaus, eine Nachricht: Ja, Ihr Schrank wurde an die Spedition übergeben. Und dann war ich so: What? Okay, ja, also es wurde übergeben. Dann habe ich halt zu meiner Mama gesagt, es wurde jetzt übergeben. Meine Mama und ich, wir haben gestritten, weil der Schrank sie stresst ohne Ende, weil sie halt weiß, weil sie halt erstmal, weil sie echt Sorge hatte, so dass der Einbauschrank und das Regal und alles dann darunter leiden und was machen wir mit dem Teppich und überhaupt und das geht jetzt gerade gar nicht und ja. Und dann hab ich halt sie gesagt, Mom, ich kann da jetzt nichts machen. Es kommt, wie es kommt. Und dann haben wir halt wieder gewartet, war wieder eine Weile lang nichts. Und dann kam plötzlich eine E-Mail an. Das war am Freitag, ja, am Freitag um 12:50 Uhr kam eine E-Mail an. Ich bin aber an dem Freitag, weil ich einfach so erschöpft war, habe ich mir gesagt, nee, ich schlafe jetzt einfach mal heute länger. Ich bleibe jetzt im Bett bis 13:30 Uhr oder 13:40 Uhr und bin dann halt aufgestanden, habe mir wie jeden Tag erstmal meinen Tee gemacht, habe meinen Hasen gefüttert, habe halt einfach meinen Tagesablauf begonnen, was so um die 15 Minuten gedauert hat. Bin dann an der PC gesessen. Und stand da, ihr Liefertermin ist dann am Montag zwischen 16:30 Uhr, 14:30 Uhr und 18:30 Uhr. Und dann stand ich so da. Was? Und dann habe ich erstmal meine E-Mails überprüft, also habe ich nochmal nachgeguckt, habe dann nochmal die E-Mail aufgemacht, habe geguckt, ob ich dann nicht vielleicht den Termin verschieben kann. Und da stand dann dran, ja, man kann den verschieben, wenn man ihn einen Werktag, also einen Freitag, sowas loszuschicken, ist ja wirklich. Okay, aber entschuldigt. Aber auf jeden Fall, wenn man ihn einen Werktag vorher vor 14 Uhr also das anmeldet. Also ich dann schnellstmöglich zu meinem Telefon greifend, Mom, so, Mom, Mom,
Nicht, wir gehen jetzt nicht für uns, wir müssen es jetzt ganz schnell klären. Der Schrank kommt am Montag und wenn wir wollen, dass das nicht am Montag passiert, dann müssen wir jetzt sofort anrufen. Und wir haben nur noch bis 14 Uhr und das war schon so um 13:50 Uhr. Und dann bin ich da gesessen, hat meine Mama gesagt, ich schicke dir jetzt die Daten und dann kannst du das schnell machen. Und dann hat unser Internet gesponnen. Es hat gehangen, dass alles zu spät war. Und also so 14:45 Uhr hat meine Mom, glaubt, dann den Anruf noch getätigen können. Und ja, aber es war halt zu spät, die Server und alles weiß so geil, aber auf jeden Fall war dann sicher am Montag um 14 Uhr, zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr kommt der Widerstand. Und dann waren wir beides so. Also es war wirklich so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt ist alles vorbei. Und dann habe ich zu meinem, also inzwischen ist da ja viel weniger in dem Zimmer, aber zu dem Zeitpunkt war das Zimmer vollgestellt. Vollgestellt. Mit allem, was in den Einbauschrank rein muss. Mit allem, was in den Kleiderschrank rein muss. Mit allem, mit zwei Möbelstücken noch. Mit meinen Dingern, wo ich mein Mount Messi reingetan habe. Es war vollgestellt. Einfach voll. Und da habe ich zu meiner Mom gesagt, Mom, es ist jetzt egal, was wir meinen. Wir müssen jetzt da irgendwie das Ding da hinkriegen, dass wir das da Platz genug haben, damit wir den Kleiderschrank auf da hinstellen können. Und dann müssen wir den Kleiderschrank, wie es aussieht, innerhalb von 3, 4 Tagen aufstellen, weil sonst haben wir keine Chance. Weil dann kommt, weil dann und überhaupt und, und dann irgendwann hat meine Mom gesagt, ja, wie sollen wir das aufbauen? Das ist ein 1,90 Meter hoher Kleiderschrank. Das können wir alleine nicht. Ich zu meiner Mama gesagt, das müssen wir irgendwie hinkriegen, das müssen wir hinkriegen. Also ich war dann irgendwann auch so, und so, was machen wir jetzt und überhaupt? Und ja. Und dann hat meine Mom gesagt, also sie hätte im unteren, also wir könnten am Treppenaufgang zum Keller, weil ich nicht im Keller haben möchte, weil der Keller stinkt und dann würde der Kleiderschrank danach riechen. Könnten wir es an den Treppenaufgang stellen und wer auch immer beim Aufbauen dann hilft, der kann ja auch dann auch beim Hochtragen helfen. Das hat meine Mama mir dreimal vorgeschlagen und ich war so wirr, dass es bei mir im Kopf nicht ankam. Und dann hab ich meine Mama ständig so angeblafft und sie hat mich angeblafft und dann haben wir kurz angefangen zu räumen. Und nachdem ich dann drei Kisten, also wirklich, es waren nicht mehr als drei Kisten verschoben habe, habe ich zu meiner Mama gesagt, das geht nicht, ich kann das nicht, ich habe nicht die Kraft, ich komme nirgendwo hin, ich kann nicht. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, hat sie mal den Vorschlag nochmal gebracht. Und dann habe ich so gesagt, ja, doch, doch, machen wir so, das geht so. Und ja. Ja, und dann war der Montag und dann habe ich halt so drauf gewartet. Ich wollte eigentlich dabei sein und meine Mom unterstützen und alles. Und dann war aber, also dann war es so, dass wir beide auf einen Anruf gewartet haben, weil es geheißen hat, man ruft eine Stunde vorher an, kam kein Anruf. Und dann, wie aus dem Nichts, standen sie wohl da. Wollten sofort, dass meine Mom unterschreibt, dass sie das alles erhalten hat, was wo meine Mom gesagt hat, ah, erst die Pakete. haben sie wohl die Pakete in 5 Minuten reingetragen, so, es war so eine ganz schnelle Aktion. Und dann waren sie weg und ja, jetzt haben wir den Kleiderschrank mehr oder weniger eingepackt da unten gerade stehen. Weil, ja, Duplizität der Dinge, was bei uns oft so ist. Der Schreiner hat dann auch geschrieben, dass er dann gerne am Freitag zu uns kommen würde. Tja, so läuft's. Und dann hatten wir keine Möglichkeit, denn da konnten wir den Schrank da nicht hinstellen, weil dann hätten wir keinen Platz mehr für den Schreiner gehabt. Ja, das ist doof. Aber das ist eine andere Geschichte und die ist viel schöner, finde ich. Aber ja. Gut, als nächstes erzähle ich euch wegen der Chronologie, was mit dem Teppich passiert ist. Weil das ist jetzt auch so eine Geschichte für sich. Und die lohnt sich. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Möbel geliefert bekommen habt und dann euch auch so einen Moment des wartet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder und ein Tipp fürs Leben, fangt nie so ein Riesenprojekt an. Also dann, bis bald. Tschüss.